Hallo liebe Leute, eben habe ich gerade ein meiner Meinung nach relativ spektakuläres Video vom digitalen Chronisten gesehen. Es geht dabei um Robert Habeck. Er gibt ein Statement ab über Hanau, gibt den total emotionalen, netten Kaffeetratsch-Onkel, total sympathisch, total nett, total herzlich und der digitale Chronist lässt er dabei schön. Und dann am Ende, da zeigt er einen Outtake. Ich weiß auch nicht, wer diesen Outtake aufgenommen hat. Und dann sieht man Robert Habeck, wie plötzlich die Gesichtszüge zusammenklappen. Für alle Menschen will ich sagen, dass heute ein erneuter Tag der Trauer und des Zorns ist, aufgrund der fürchterlichen Anschläge in Hanau. Der Trauer, weil wieder Menschen ihre Familien, ihre Geschwister, ihre Väter, ihre Freunde verloren haben. Unsere Gedanken, unser Mitgefühl ist bei all den Angehörigen, bei den Opfern, bei den Verletzten, denen wir gute Genesung wünschen, nicht nur am Körper, sondern auch in der Seele. Solche Anschläge zu überleben und damit fertig zu werden, muss ein Horror sein. Es ist auch ein Tag des Zorns über den Hass, über die Gewalt, die sich in unsere Gesellschaft reinfrisst, über Jahre jetzt schon, die sich im Netz ausbreitet und von da aus dann zu immer mehr und fürchterlicheren Taten wird. Heute sollte das Mitgefühl und die Aufklärung im Zentrum stehen. Wir dürfen uns nicht an solche Taten gewöhnen. Und dann muss die konsequente Verfolgung und die Prävention aller solcher Taten, des Rechtsextremismus, des Rassismus, unbedingte Priorität allen politischen Handelns sein. Soweit von meiner Seite. Nachfragen? Alle glücklich damit? Alle Kameras liefen? Nachfragen? Alle glücklich damit? Alle Kameras liefen? Entscheidend ist nicht, was er sagt. Man könnte ja sagen, ist ja normal, dass er nochmal fragt, ob die Leute alles aufgenommen haben. Aber die Art, wie er es sagt und wie sich die Gesichtszüge von jetzt auf gleich verändern, das war schon richtig heftig. Und ich denke, auch der normale Mensch, der von Argumenten keine Ahnung hat, der wird auf einen Schlag erkennen, was das für ein Mensch ist. Ich denke, solche Dinge müssen wir unbedingt verbreiten. Mir ist das auch schon aufgefallen in Talkshows. Ich habe ja mir vorletzte Woche es angetan, die ganzen Talkshows anzugucken und hier zu kommentieren. Und das ist mir auch schon aufgefallen bei Claudia Roth, aber auch bei diesem Sundermeier und bei Laschet ist es mir auch ganz stark aufgefallen, dass wenn sie reden, dann reden sie in einem ganz netten Ton, so nettlich, wie es nur irgendwie geht. Und wenn dann andere reden und die Kamera ist zufällig auf sie gerichtet, dann haben sie auch so ein hassverzerrtes Fratzengesicht. Und das ist nicht so, ich muss dann nicht lange suchen, einen Screenshot zu nehmen, sondern die gucken durchgehend, gucken die richtig gehässig. Das ist mir bei vielen aufgefallen. Ich werde mir nochmal die ganzen Talkshows angucken und werde dann nochmal ein paar Vergleiche raussuchen. Ihr könnt ja schreiben, wo euch auch noch so etwas aufgefallen ist und was ihr sonst so denkt. Macht's gut.